Hier spricht Inspektor Kenton, Sir. Hallo, Kenton. Hier Wild. Gibt's was Neues, Sir? Ja. Sie ist gerade in das Haus zurückgebracht worden. Ach, Gott sei es gedankt. Und wie steht's mit Pelford? Aus dem bringen wir leider nichts heraus. So. Na, macht nichts, Kenton. Eines Tages wird er den Mund schon aufmachen. Pelford ist mir auch gleich, Sir, aber um das Kind mache ich mir Sorgen. Wenn etwas schief geht... Es geht nichts schief. Wie war es bei Ihnen heute Nachmittag? Er ist erst vor einer halben Stunde weggegangen. Ich habe ihm alles erzählt. Wie hat er sich dazu gestellt? Sehr vernünftig, fand ich. Aber er macht sich schreckliche Sorgen. Das tue ich übrigens auch. Ja, das merkt man. Das Risiko ist enorm, Sir. Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben? Ja. Gut. Wir bleiben in Verbindung. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Davis. Ja. Wenn sich bis 7 Uhr nichts tut, greifen wir ein da drüben. Jawohl, Sir. Es ist völlig klar, dass diese Leute niemals die Absicht hatten, Janet in den Zug zu setzen. Sie haben Clive angelogen. Sie müssen ihn angelogen haben. Ich verstehe das auch nicht, Lucy. Es muss etwas dazwischen gekommen sein. Wie meinst du das? Danke. Sag mal, Lawrence, glaubst du etwa, dass Clive mir nicht die Wahrheit gesagt hat? Ich weiß nicht, ob er dir die Wahrheit gesagt hat oder nicht, aber Tatsache ist, Janet war nicht in den Zug. Lawrence, glaubst du, dass Clive irgendetwas mit dem Verschwinden von Janet zu tun hat? Nein, bestimmt nicht, Lucy. So etwas darfst du gar nicht denken. Bitte erzähl mir jetzt ganz genau, was Kenton gesagt hat. Über Clive, meine ich. Über Clive hat er gar nichts gesagt. Dieser Inspektor ist ein merkwürdiger Mensch. Ich kenne mich nicht recht aus mit ihm, Lucy. Ich habe ihm erzählt, was in der Nacht passiert ist, als Nelson hier war und er... Hallo, Lucy, Lawrence. Clive! Clive, mein Gott. Was ist denn? Es ist niemand erschienen auf dem Flugplatz. Ich habe bis 4 Uhr gewartet. Ich nehme an, Janet war nicht in dem Zug. Niemand angerufen? Clive, warst du bei Kenton? Nein, ich komme direkt vom Flugplatz. Weshalb sollte ich zu Kenton gehen? Ich dachte, dass er vielleicht... Er weiß über Nelson Bescheid. Er weiß genau, was in der Nacht hier passiert ist. Woher denn? Ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Wann? Heute Nachmittag. Wann warst du bei Kenton, Lawrence? Ungefähr um 2. Vielleicht etwas später. Warum? Oh, Lawrence! Clive, was hast du denn? Pelford wollte sein Versprechen halten. Davon bin ich fest überzeugt. Er hat mir sein Wort gegeben, dass Janet in dem 4-Uhr-Zug wäre. Du hättest nicht zur Polizei gehen dürfen, nicht bevor sie in Sicherheit war. Nicht bevor sie hier war, hier in diesem Hause. Glaubst du, dass die Leute gewusst haben, was Lawrence getan hat? Dass deshalb Janet nicht in dem Zug war? Aber natürlich glaube ich das. Sie mussten ja annehmen, dass ich sie hintergehen wollte. Hallo? Sind Sie es, Freeman? Ja, wer ist denn da? Hier spricht Stevens, Robert Stevens. Hören Sie, Stevens, was war denn los heute Nachmittag? Janet war nicht in dem Zug und Pelford war nicht auf dem... Was los war heute Nachmittag? Das wissen Sie ganz genau. Man hat Pelford gefasst. Wer hat Pelford gefasst? Die Polizei. Sie haben uns betrogen, Freeman. Sie haben Ihrem schlauen Anwalt gesagt, er soll zu Kenton gehen, während Sie uns absichtlich in eine Falle lockten. Hören Sie, Stevens, das habe ich nicht getan. Ich schwöre Ihnen, das habe ich nicht getan. Was denn? Das weiß ich nicht. Ich bin auf dem Flugplatz gewesen. Ich habe bis 4 Uhr gewartet. Das glaube ich Ihnen nicht. Hören Sie, Stevens. Hudson ist ohne mein Wissen zur Polizei gegangen. Das ist die Wahrheit. Ich schwöre Ihnen, das ist die Wahrheit. Stevens! Stevens, sind Sie noch da? Freeman, wenn wir das Kind zurückbringen, heute Abend, sind Sie immer noch bereit, unseren Plan durchzuführen? Sind Sie immer noch bereit, nach Hamburg zu fliegen? Aber natürlich, das habe ich doch schon gesagt. Gut. Dann rufe ich Sie in einer halben Stunde wieder an. Was ist? Sie rufen wieder an. Die Polizei hat Pelford gefasst, deshalb war Janet nicht im Zug. Wann war das? Heute Nachmittag. Sie dachten natürlich, ich wäre schuld daran. Ich hätte dich zur Polizei geschickt. Aber woher wissen denn die Leute, was Lawrence getan hat? Keine Ahnung. Wer wusste von deiner Absicht, heute Nachmittag zu Kenton zu gehen? Niemand, außer Lucy. Und du hast es niemand gesagt? Nein, natürlich nicht. Hat dich jemand gesehen? Auf der Polizeiwache, meine ich. Nein, nur der Sergeant dort. Und Kenton natürlich. Clive, ich verstehe das nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Besuch bei Kenton etwas mit der Verhaftung von Pelford zu tun hat. Hast du den Kenton nicht erzählt, dass ich zum Flugplatz gefahren bin? Nein, das nicht. Ich habe ihm nur gesagt, du wärst ins Ausland gefahren. Ich habe ihm eigentlich zu verstehen gegeben, du hättest England schon verlassen. Clive, glaubst du, dass Janets Lage sich dadurch verschlechtert? Meinst du, die haben sich jetzt entschlossen? Ich glaube, diese Leute haben die feste Absicht, Janet zurückzubringen, vorausgesetzt, ich tue, was sie wollen. Für sie ist Janet nur ein Mittel zum Zweck. Aber wenn so etwas wie heute Nachmittag noch einmal vorkommt, dann weiß Hör ich mal, Clive, du kannst mir nicht die ganze Schuld für heute Nachmittag in die Schuhe schieben. Lucy telefonierte bereits mit Kenton, als ich hier ankam. Ist das wahr? Ja. Aber Lucy, ich habe dich doch mal extra gewarnt, Kenton anzurufen. Ich habe dir doch gesagt, was du damit riskierst. Clive, ich hatte so furchtbare Angst um dich. Über eines müssen wir uns klar sein, Lucy. Die Polizei wird uns Janet nicht zurückbringen. Sie haben es versucht, aber sie haben es nicht erreicht. Ich an deiner Stelle würde die Polizei nicht unterschätzen, Clive. Pelford haben sie immerhin gefasst. Ja, und was nützt ihnen das? Wenn Pelford den Mund aufmacht... Ach, er wird den Mund nicht aufmachen. Aus Pelford bringen Sie kein Wort heraus, bestimmt nicht. Woher weißt du das so genau? Weil Stevens mich vorhin angerufen hat. Wenn Sie nicht genau wüssten, dass Pelford schweigt, dann hätten Sie jetzt andere Sorgen, als sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich weiß nicht recht, darauf würde ich mich nicht verlassen. Lawrence, was genau hast du zu Kenton gesagt? Ich habe ihm erzählt, was sich an dem Abend abgespielt hat, als Nelson hier war. Ja, und war er überrascht? Nein, nein, eigentlich nicht. Merkwürdigerweise. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er bereits von der Sache wusste. Ja, Anna? Ein Herr ist da, will Mr. Freeman sehen. Er sagt, es ist sehr wichtig. Wer ist das denn? Mr. Trafford. Sagt, er hat einen Brief für Sie, aber er will ihn mir nicht geben. Ich habe ihn extra gefragt. Trafford? Ja, Trafford oder Stafford. Ich weiß es nicht genau. Stafford. Führen Sie ihn herein, Anna. Wer ist denn das? Ja, ich weiß es nicht genau. Wir hatten einen Mann namens Stafford in Prescott, einer der Kuriere. Ah, Stafford. Ich dachte mir schon, dass Sie es vielleicht sind. Guten Tag, Mr. Freeman. Lange her, seit wir Sie nicht mehr gesehen haben. Hoffentlich geht es Ihnen immer gut, Sir. Trotz allem. Danke, Stafford. Mr. Miller hat mir aufgetragen, Ihnen dies hier zu übergeben. Er sagt, es ist wichtig. Ich glaube, er will Sie morgen früh noch anrufen. Aha. Kommen Sie direkt aus Prescott? Ja, Sir. Kurz nach 2 bin ich abgefahren. 2? Da sind Sie aber schnell gefahren. Ja, Sir. Ohne anzuhalten. Nicht einmal für eine Tasse Tee hat es gereicht. Oh, die können Sie aber auch hier bekommen. Lucy, bist du so lieb und sagst Anna Bescheid? Ja, natürlich. Bitte kommen Sie. Ist das so wichtig, was dieser Marsmensch dir da gebracht hat? Hm? Was sagst du? Ich habe gefragt, ob es wichtig ist. Ach so. Wenn ein Mann wie Miller seine Meinung ändert, ist es immer wichtig. Ach, ist Miller denn der Chef in Prescott? Ja, scheint so. Er ist der Leiter der Forschungsabteilung. Wir konnten uns seinerzeit in Prescott nicht recht einigen. Wir arbeiteten beide an einem Pressverfahren und der Weiterentwicklung der Riverdale Press. Ja, ich erinnere mich. Du hast mit Inspektor Kenton darüber gesprochen. So habe ich das? Mhm. Wann? An dem Abend, an dem Nelson hier war. Erinnerst du dich nicht mehr? Kenton hat dich über Prescott ausgefragt und über den Mann, der damals verschwand. Wie hieß der doch? Der Bramble... Ach, Bramble Kane? Ja. Ach ja, natürlich. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. War Kane nicht ein Verräter? Hat er Prescott nicht verlassen, weil... Kane ist ein Wissenschaftler. Ein hervorragender Wissenschaftler. Er wurde in Prescott nicht anerkannt und ging deshalb woanders hin. Man kann doch nicht einen Mann einen Verräter nennen, nur weil er seinen Arbeitsplatz wechselt. Ist es das, was Pelford und Company von dir wollen, Clive, dass du woanders hingehst? Ja. Sie wollen, dass ich nach Hamburg fliege und von dort aus wahrscheinlich weiter nach Prag. So behaupten sie wenigstens. Meiner Ansicht nach haben diese Leute keine politischen Verbindungen, keinen Kontakt zu Bramwell Kane oder zu sonst irgendjemand Einflussreichem. Sie wollen nur mich an den Meistbietenden verkaufen. Aber wie können Sie das, wenn du dich weigerst? Wie könnte ich mich weigern, Lawrence? Wenn ich in England bleibe, werde ich aller Voraussicht nach unter Anklage wegen Mordes gestellt. Und außerdem machen wir uns doch nichts vor. Wenn ich nicht tue, was diese Leute von mir wollen, dann werden weder Lucy noch ich Janet jemals wiedersehen. Selbst jetzt habe ich meine Zweifel. Schreckliche Zweifel. Zweifel? Ja. Lucy gegenüber würde ich es natürlich niemals zugeben. Bitte sag ihr um Himmels Willen nichts von diesem Gespräch. Aber
Ich bezweifle, ob Janet überhaupt noch am Leben ist. Aber wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Dieser Anruf und wie dieser Stevens am Telefon redete. Ich hatte das Gefühl, als ob... Ja, vielleicht irre ich mich, vielleicht bilde ich mir alles nur ein. Das tust du bestimmt, Clive. Weißt du, ich habe mir oft gedacht, es ist eigentlich schade, dass du von Prescott fortgegangen bist. Es ist doch nicht alles so geworden, wie du gehofft hast. Findest du nicht? Ich habe keine Lust, der Vergangenheit nachzutrauen. Ich habe mich in Prescott nicht wohlgefühlt. Miller stand überall dazwischen. Ich konnte nicht den Finger rühren, ohne dass er sich einmischte. Na, jedenfalls ist er anständig genug zuzugeben, dass er im Unrecht war. Das stimmt in etwas, finde ich. Wollen Sie dich zurückhaben? Ja. Unter uns gesagt, Lawrence, Sie haben mir eine Abteilung angeboten, der ich völlig selbstständig arbeiten könnte. Miller hat mir das zugesagt. Hat er dir das geschrieben? Ja. Strahlerhand. Da müssen Sie dich doch dringend brauchen. Ja, Sie wollen ein neues Verfahren entwickeln, aufgebaut auf meinen Riverdale-Experiment. Miller hat mir die Einzelheiten geschickt. Es ist genau das, was ich wollte, Lawrence. Ja, ich muss jetzt nach London zurück, Clive. Wenn Stevens telefoniert und du mich brauchst, bitte ruf mich an. Ja, gut. Ich bring dich hinaus, Lawrence. Du hättest vorhin nicht so mit Lawrence reden sollen. Er hat uns doch viel geholfen in der letzten Zeit. Ja, es tut mir leid, Lucy. Clive, glaubst du, es wird noch gut werden mit Janet? Sag mir doch, was denkst du wirklich? Du solltest versuchen, dich nicht zu sehr aufzuregen, Lucy. Hallo? Er ist wieder in der Leitung. Er wählt die Nummer in Beecher's Cross. Dann stellen Sie durch. Er ruft Freeman wieder an, Sir. Gut. Beecher's Cross 189? Freeman? Ja? Freeman, wir haben uns entschieden. Wir wollen annehmen, dass Sie nichts mit der Sache heute Nachmittag zu schaffen hatten. Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Wenn Sie also bereit sind, zu tun, was wir von Ihnen verlangen. Zum Teufel, Stevens. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich tue, was Sie wollen. Gut. Vorausgesetzt. Was? Vorausgesetzt, dass ich meine Tochter sehen kann. Und zwar heute Abend noch. Es ist jetzt 4:45. Erwarten Sie mich um 6 Uhr am Sloane Square. Ja. Allein, Mr. Freeman. Sie haben ihn am Sloane Square in den Wagen genommen. Sanders fährt hinter ihm her. In Ordnung. Sind Sie jetzt?
Gut, Sanders, verstanden. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, Sir. Wo sind Sie, Sanders? Sprechen Sie. London Bridge, Sir. Gut. Wir fahren gerade die Fulham Road hinunter, Sir. Sagen Sie Sanders, er soll Sie unter keinen Umständen aus den Augen lassen. Behalten Sie ihn gut im Auge, Sanders. Das ist äußerst wichtig. Ende. Wir fahren gerade auf die Cromwell Road zu, Sir. Sie wollen ihn hierher bringen, in das Haus da drüben? Ja, offenbar, Sir. Bailey hier? Hallo, Bailey. Hier spricht Wyatt. Ja, Sir. Hören Sie, Bailey. Sie bringen ihn hierher in das Haus. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Gut, wir sind bereit, Sir. Sagen wir 7 Uhr. Es ist jetzt 6.34 Uhr auf meiner Uhr. Vergleichen Sie. Verglichen? Stimmt. Sie biegen gerade in Innismore Gardens ein, Sir. Sagen Sie, Sanders, ich hätte mit Bailey gesprochen. Es bleibt bei 7 Uhr. Jawohl, Sir. Im richtigen Moment. Ich habe gerade eine Meldung aus Hamburg bekommen. Na und? Das Boot verlässt Harwich um 12 Uhr nachts. Unsere Freunde erwarten uns in Ipswich. Gut. Na, wie wär's, wenn du jetzt einmal das Kind hier holtest? Moment mal. Mr. Freeman. Ihr Anwalt ist heute Nachmittag bei Inspektor Kenton gewesen. Kurz danach wurde einer unserer Kollegen am Londoner Flugplatz verhaftet. Damit hatte ich nichts zu tun, das habe ich bereits Stevens gesagt. Ich war auf dem Flugplatz. Ich habe auf Pelford gewartet. Ich hoffe, Sie sprechen die Wahrheit, Mr. Freeman. Wer ist denn das? Mein Name ist Lomax. Hören Sie, Mr. Lomax. Soviel ich weiß, handelt es sich hier um eine Abmachung. Und zu einer Abmachung gehören immer zwei. Was soll das heißen? Ich soll doch nach Hamburg fliegen, nicht wahr? Also, ich werde weder nach Hamburg fliegen, noch nach Harwich, noch sonst irgendwohin, ehe ich nicht meine Tochter gesehen habe. Mr. Freeman, ich glaube, Sie geben sich falschen Vorstellungen hin. Über Janet? Nein, über Ihre eigene Lage. Sie haben mir keine Bedingungen zu stellen, weder mir noch sonst jemandem. Bei dieser Abmachung sind Sie der passive Teil, Mr. Freeman. Sie werden genau das tun, was wir von Ihnen wollen. Darüber werden wir uns unterhalten, sobald ich meine Tochter gesehen habe. Und das da würde ich einstecken an Ihrer Stelle. Es könnte losgehen. Ich bin überzeugt, Ihre Freunde wollen mich bei einigermaßen guter Gesundheit erhalten, Mr. Lomax. Hol das Kind! Entschuldigen Sie bitte.
So etwas passiert nicht noch einmal. Er kommt sich im Augenblick sehr wichtig vor. Die Lage wird sich ändern. Das glaube ich auch. Jen! Jen! Nicht, Madame, ob Mrs. Freeman ist zu sprechen. Na, vielleicht sind Sie so gut und stellen das mal fest. Nun gehen Sie schon. Ich nehme nichts weg. Mrs. Freeman hat sich nicht sehr wohl gefühlt in letzter Zeit. Das weiß ich doch selbst, Anna. Nun gehen Sie schon. Fragen Sie die gnädige Frau, ob sie mir ein paar Minuten opfern kann. Guten Abend, Lady Barstow. Was machen Sie denn hier? Ich wollte Mrs. Freeman sprechen. Kommen Sie immer zur Gartentür herein? Gelegentlich, zur Abwechslung. Werden Sie von Mrs. Freeman erwartet? Nein, ich kam nur hier vorbei, um mich ein wenig mit ihr zu unterhalten. Ja, dann muss ich Sie bitten, Ihre Unterhaltung auf morgen früh zu verschieben. Ach. Ich bin nämlich mit Mrs. Freeman verabredet. Es ist sehr wichtig. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, Lady Barstow. Ja, natürlich. Ich wollte mir sowieso nur eine Flasche Sherry ausborgen. Ach so. Ich werde es Mrs. Freeman erklären. Tja, aber ich mache das schon, Lady Barstow. Seien Sie ganz beruhigt. Danke. Guten Abend, Inspektor. Guten Abend. Barbara. Ich muss mit Ihnen sprechen, Mrs. Freeman. Das ist sehr wichtig. Lady Barstow geht gerade.
Ich wollte mir nur eine Flasche Sherry ausborgen. Du hast doch nichts dagegen. Und der Inspektor sagt... Ich übernehme die volle Verantwortung für den Sherry, Mrs. Freeman. Ja, ja, natürlich, Barbara. Nimm sie nur. Ich rufe dich morgen früh an, Lucy. Ja, ist gut. Was ist... Einen Augenblick, bitte. Was ist passiert? Mrs. Freeman, ich würde Ihnen gern einiges erklären, aber leider... Was ist los, Inspektor? Na. Mrs. Freeman, als Ihre kleine Tochter damals verschwand, da dachte ich zuerst, wir hätten es mit einem normalen Fall von Entführung zu tun, die schließlich möglicherweise auf einen Mord hinauslaufen könnte. Aber 24 Stunden nach Janets Verschwinden bekam ich einen Anruf von Kommissar Wild von der Abwehr. Er erzählte mir, dass diese Entführung zweifellos nur Mittel zum Zweck sei und dass die Verantwortlichen sich in erster Linie für ihren Mann interessierten. Dass ihr Mann seinerzeit in Prescott an einem besonderen Verfahren arbeitete, wissen Sie. Das Verfahren lief unter dem Namen... Das weiß ich alles, Inspektor. Diese Leute haben meinen Mann erpresst. Sie haben ihn sogar so weit gebracht, ins Ausland zu gehen. Was sagen Sie? Ja. Wir haben schon eine ganze Weile unser Auge auf diesen Leuten. Wir wussten, was geschah, waren aber nicht in der Lage einzugreifen. Ich wusste zum Beispiel, dass Ihr Mann für den Mord an Miss Calthorpe nicht verantwortlich war. Ja, aber Sie haben uns doch diesen Brief gezeigt. Haben Sie etwa absichtlich... Der Brief war eine Fälschung. Ich bitte Sie, Mrs. Freeman, lässt man einen solchen Brief in der Tasche eines Opfers, wenn man einen Mord begangen hat? Ja, wer hat denn dann Miss Calthorpe umgebracht? Ein Mann namens Stevens. Wir haben ihn etwa vor einer Stunde verhaftet. Miss Calthorpe war hoffnungslos verliebt in ihn. Stevens ist einer von den Leuten, die ich eben erwähnt habe. Diese Leute waren fest entschlossen, eine Handhabe gegen ihren Mann zu bekommen, ganz abgesehen von dem entführten Kind. Und von unserem Gesichtspunkt aus war es am besten, sie in dem Glauben zu belassen, das sei ihnen gelungen. Ja, war Stevens denn der Hauptverantwortliche oder steckt noch jemand anderer dahinter? Ich meine, jemand, der noch wichtiger ist? Tja, Mrs. Freeman. Jemand, der noch wichtiger ist. Es ist soweit, Sir. Gut. Mrs. Freeman, ich muss Sie bitten, hinaufzugehen und dort zu bleiben, bis Sie von mir hören. Aber warum in aller Welt soll ich... Wenn ich bitten darf, Mrs. Freeman, es ist äußerst wichtig. Sie wissen, was Sie zu tun haben, William. Jawohl, Sir. Die Barstow, was ist denn? Anna, würden Sie bitte Mrs. Freeman sagen, dass ich Sie zu sprechen wünsche? Nur eine Minute. Mrs. Freeman ist zu Bett gegangen. Das ist ganz unmöglich, dass ich Sie wecke. Ach, ist aber dumm. Ich habe mich vergriffen. Vielmehr, der Inspektor hat sich... So? Dies hier ist Portwein. Ich wollte aber Sherry haben. Glauben Sie, dass Mrs. Freeman etwas dagegen hätte, Anna? Die Haustür steht auf, Anna. Oh, ja, Lady Barstow geht gerade wieder. Oh, Lady Barstow. Ich hatte mir eine Flasche Sherry geborgt und bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, dass es Portwein war. Ja, das passiert einem heutzutage leicht. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein in der Wahl der Leute, von denen man sich etwas bockt. Sagen Sie bitte, Mrs. Freeman, ich möchte Sie gern sprechen. Oh, ich glaube, Mrs. Freeman ist schon ins Bett gegangen oder ins Bad. Ich weiß es nicht genau. Wie wär's denn, wenn Sie das mal feststellen würden? Ja, Sir. Tut mir leid, Sir. Mrs. Freeman ist im Bad. Aber ich habe ihr gesagt, dass Sie hier sind. Sie lässt Sie bitten, zu warten. Ist gut. Dankeschön, Anna.
Janet. Was machst du denn hier? Hallo, Mr. Hudson. Janet, was ist passiert? Wie bist du aus dem Haus gekommen? Sie haben mich geholt. Wer hat dich geholt? Janet, hast du gehört, was ich gesagt habe? Wer hat dich geholt? Was ist mit Lynn und den anderen? Die hat die Polizei mitgenommen. Wann? Heute Abend. Hör mal zu, Janet, Kleines. Hast du ihnen gesagt, dass du mich gesehen hast? Hast du der Polizei gesagt, dass ich einmal dort war, in dem Haus? Und... Geh hinauf, Janet. Mami ist im Schlafzimmer. Du hast einen Fehler gemacht, Lawrence. Dieser Brief war ein Köder für dich. Miller hat ihn nie geschrieben. Stafford kam gar nicht aus Prescott. Seit wann weißt du Bescheid über mich? Ich habe heute Nachmittag mit Kenton gesprochen, nach Pelfords Verhaftung. Er sagte mir, dass sie dich schon seit einiger Zeit im Auge haben und außerdem... Die Sache mit Nelson damals. Das Ganze war doch ein abgekartetes Spiel, nicht wahr, Lawrence? Ja. Ich wusste, dass Nelson nicht tot war. Es war eine Platzpatrone. Wir wollten dir Angst machen, Clive. So lange, bis du zu allem bereit wärst. Das ist euch ja auch glänzend gelungen. Danach machte Nelson uns Schwierigkeiten. Wir mussten ihn leider loswerden. Du meinst, er hatte seinen Zweck erfüllt? Nelson wollte ein bisschen zu hoch hinaus für meinen Geschmack. Außerdem war er zu leichtsinnig. In unserem Geschäft kann man sich unzuverlässige Leute nicht leisten, Clive. Man muss das Beste hoffen und auf das Schlimmste gefasst sein. Bist du auf das Schlimmste gefasst, Lawrence? Ich denke schon. Du hast Lucy und mir viel Unglück gebracht in den letzten Wochen. Einmal wollte sie sogar Selbstmord begehen. Wusstest du das? Ja. Aber dem Kind ist nichts geschehen. Dem Kind haben wir nichts getan. Ich weiß. Die Sache mit Janet tut mir leid. Es war übrigens Pelfords Idee. Obwohl ich nicht erwarte, dass du mir das glaubst. Das tue ich auch nicht. Auch gut. Lawrence, es gibt zwei Dinge, die ich nicht verstehe. Zwei Dinge, die ich gerne wissen möchte. Und zwar? An dem Abend, an dem Miss Carlshop hier war und die Puppe holen wollte. Ruth Carlshop kam meinetwegen. Sie hat eine Nachricht für mich von Stevens. Stevens wollte mir mitteilen, dass Nelson von Paris zurück sei und im Drake-Hotel abgestiegen ist. Deswegen hat sie die beiden Namen erwähnt. Mhm. Und Pelford? Warum hat dich Pelford wegen des Schreibheftes angerufen? Du musst doch gewusst haben, dass... Pelford hat mich angerufen, weil ich ihn darum gebeten habe. Ich wollte, dass unsere Telefonistin das Gespräch hört. Ich wusste, dass die Polizei sie ausfragen würde. Das war eine sehr wirksame Finte, Clive, um mich zu decken. Außerdem konnte ich damit eure Aufmerksamkeit auf Pelford lenken. Und das war genau das, was ich wollte. Mr. Hudson. Ich muss Sie bitten, mit mir zur Polizeiwache zu kommen, Sir. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. Es ist meine Pflicht, Sie zu warnen, dass alles, was Sie sagen, in einem Prozess gegen Sie verwandt werden kann. Ist schon gut, Inspektor, schon gut. Ersparen Sie sich die Einzelheiten. Wenn Sie wollen, dass ich Sie zur Wache begleite, dann tue ich das. In Ordnung, Sir. Kommen Sie bitte mit, Mr. Hudson. Wenn Sie nichts dagegen haben, Inspektor, trinke ich vorher noch einen Schluck. Ich bedauere, aber dazu ist keine Zeit mehr, Sir. Zum Trinken ist immer Zeit. Das hätten Sie doch inzwischen lernen müssen, Inspektor. Darf ich gleich? So, jetzt tun Sie genau das, was ich Ihnen sage.
Gehen Sie in den Garten hinaus, sagen Sie Ihren Leuten, dass ich durch den Vordereingang weggegangen bin. Sobald ich den Wagen abführe... Lucy! Das hätten Sie nicht tun sollen, Mrs. Freeman. Ich hörte ihn sprechen. Ich war auf einmal so wütend. Ich musste an Janet denken, an all das, was wir durchgebracht haben in den letzten Wochen. Nichts Ernsthaftes, Sir. Bringen Sie ihn in den Wagen. Kommen Sie, Sir. Komm, Lucy. Weine nicht. Bitte weine nicht, Liebling. Ist schon wieder gut. Holst du mir was zu trinken? Trink das. Was ist denn das? Cognac. Ich mag doch keinen Cognac. Trink das nur. Es wird dir gut tun. Fühlen Sie sich jetzt etwas besser, Mrs. Freeman? Dankeschön, Inspektor. Es geht mir wieder ganz gut. Was ist mit der Verwundung? Nicht so schlimm. Die Kugel hat seinen Arm nur gestreift. In ein paar Tagen spürt er das nicht mehr. Ist das Ihrer, Mr. Freeman? Nein, er gehört mir. Ich habe ihn vor ein paar Tagen gekauft. Mein Mann sagte mir, er müsste verreisen. Und da dachte ich, wenn ich hier ganz allein bleiben soll, dann... Ich glaube, Inspektor, den behalten Sie am besten. Ja, das glaube ich auch, Mr. Freeman. Werden Sie verreisen? Ja. Wann? Morgen früh. Wir werden alle verreisen, die ganze Familie. Ich glaube, ein bisschen Ferien haben wir schon verdient. Finden Sie nicht auch, Inspektor? Doch, das glaube ich bestimmt. Gute Nacht, Sir. Wiedersehen, Gute Mrs. Nacht. Freeman. Wiedersehen, Inspektor. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Unfälle kommen in den besten Familien vor.